Und es sind keine Seiten mehr übrig. Gut. Na, gucken wir mal, was wir hier aufgemacht haben. Bei Torm, ich werde euch erledigen. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ich hatte nichts an. Das gefällt mir gar nicht. Eure Stunde wird noch kommen. Quasiten und Teufel. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Au, das musste ja unbedingt noch treffen. Wie ihr wollt. Ihr habt es so gewollt. Das gefällt mir gar nicht. Ich war. Was möchtet ihr? So, was ist das? Kommt zu mir. Kotomak kann sich im Kristall konzentrieren, sich gütlich tun an euren Knochen weiden. Yep, wir entdecken kein Zeit, kein Zeit. Avatar nicht eingestellt, Kristall nicht fertig. Avatar nicht formt, Kotomak nicht fertig. Konzentration, aber keine vollkommene Form. Schützt mich, schützt oder wir werden wieder und wieder zerschmettert. Ruft die Wächter herbei. Die Natur. Der Kristall scheint der Fokus der Anbindung durch Kobolde zu sein. Er posiert in einem seltsamen Licht. Benannt ernährt sich der Stein von der Energie der Kobolde. Da der Kobold-Avatar tot ist, könnt ihr problemlos ein Stück des Kristalls an euch nehmen. Alles ist still, bis auf ein entferntes, trauriges Seufzen. Ja, Kotomlaks Kristall später. Ihr zeigt mir wohin. Los, spuck es aus. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Nun gut. Es ist halt die Frage, hat einer von denen was Besonderes gedroppt? Außer ein Schwert plus 1. Ja, was immer ihr wollt. Der hatte eine Keule dabei, okay. Noch ein Schwert plus 1. Paar Feuerpfeile. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Feuerpfeile sind immer nett. Ist hier oben noch was drin? Nur ein Weg weiter, wieder raus, hä? Ja. Ja, Feuerpfeile, ein Schwert plus 1. Und noch ein Schwert plus 1. So, und mehr Regeneration. Ist jetzt die Frage, wollen wir hier raus? Auf geht's, geht klar. Ich warte. Nö. Wenn es das ist, was ihr wollt. Das heißt, wir haben hier Koboldhöhlen entdeckt. Ist was los? Okay, okay. Obergang führt zu einer Tür, Untergang führt auch zu einer Tür oder zu nichts.
Wird zu nichts. Okay. Das heißt ja Tür. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Zeit auch kein Problem. Ein karmesinfarbener. Tod, ach so. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Behälter. Ja, Pfeile zum Verkaufen. Sollten wir natürlich auch identifizieren. Kugel plus 2, Kugel plus 1, noch immer Kugel plus 2. Beißende Bolzen. Rohrpfeile. Ja, die Kugeln so lange, bis wir sie brauchen. Bolzen, die wir nicht identifizieren können, weil es wahrscheinlich wieder Bolzen plus 2 sind. Okay. Ja, aber Gewitterbolzen, die kennen wir. Ich warte. Was möchtet ihr? Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen. Immerhin trägt übrigens auch nicht mehr ihren Gürtel, den sie am Anfang des Spiels, also des zweiten Teils anhatte. Yuan Tio. Ja, erzählt mir mehr davon. Belebt sie nicht die freundlichen Yuan Tis. Nächstes Mal. Fast nur, keine große Herausforderung. Okay, okay. Die Natur, also hier könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. In Kurtus. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Die Pflicht ruft, ich verstehe. Ich warte. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. So, dann machen wir den tot. Erwischt! Hier sind wir übrigens genau auf der anderen Seite von dem Erdkolossteil. Können wir einfach mal reinspazieren. Genau. Schon erledigt. Meine Klinge wird los. Verstanden. Die Augen aus. So, so lassen wir sie mal ein bisschen rumirren. Bei denen können wir ja mal ein bisschen gemein sein. Oh, oder auch nicht, weil sie Türen öffnen können, die Säue.
So, seid ihr fertig jetzt hier? Ja. Die Türen sind übrigens auch wieder alle aufgegangen. Die gehen wahrscheinlich nach einer bestimmten Zeit von selber auf. So, das heißt, wir haben noch den Bereich hier unten. Ja, aber ich würde mal vorschlagen... Vor allem auch, da die letzte Aufnahmesession ziemlich lang war. Obwohl, gucken wir noch ein bisschen rein. Auf geht's! Schön! Ach, herrje, die Typen kenne ich irgendwoher. Fragt nur. Ich warte, natürlich. Ja? Ich kann die die Waffe im Kampf nicht wechseln, oder? Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Wobei der Knochengolem leider nicht als Untoter zählt. Ups. Da war ich übermütig. Lasst uns doch ein bisschen auf das Böse einprügeln, ja? Was macht ihr hier? Wir wollen hier nicht. Ihr würdet doch keine Frau schlagen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Meine Waffe hat keine Wirkung. Ich warte. Nun. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Gut, du heilst dich mal. Ist das auch wieder ein... Nein, das ist diesmal ein normaler Edelstein. Moment mal, Edelsteine, wo sind denn die hin? Kann sein, dass ich die für irgendwas verbraucht habe. Kann gut möglich sein. Die Verletzungsfeinde, die kann man so identifizieren. Die Stabschleuder ist wieder was, was man nicht einfach so identifizieren kann. Also zu Keldon damit. So wie mit den nicht identifizierten Pfeilen. Fragt nur. Wenn ihr es wollt. Nicht Pfeile, Bolzen. Furchtbar als Magierzauber. Ja. Gut. Beißende Pfeile sind okay. Beißender Bolzen kann verkauft werden. Natürlich. Gut, jetzt aber...
Ah, mache ich einen Quick Save. Ich kann auch nochmal speichern. Spiel speichern unter LP038. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.